Hallo Freunde von dem Marinestützpunkt Museumshafen das Ketzelheinchen und ich und der kleine Sean ist natürlich auch noch mit dabei. Hinter uns der silberne Drachen hier, ne, der da mit dem Auto fährt in dem schönen Caddy. Der silberne Drache, der ist schon vorgelaufen, der ist schon da hinten. Es gibt ja, habe ich ja gesagt, jetzt ein Heinchen, vorsichtig, es gibt ja noch hier einen kleinen Abschluss. Wir machen ja wie so einen kleinen Vlog. Es ist ja nicht viel Vlog gewesen heute, weil, ne, fast durchgevloggt alles. Und jetzt gehen wir aber noch mal kurz in die zwei alten Vlogs. Muss auch mit Essen. Ja, wir müssen gleich auf jeden Fall noch ein Abschlussessen machen, definitiv. Das, ohne dem geht das ja nicht. Ich gehe mal kurz da rein. Kennst du manche? Bleibt schnell hier mit den Shawnee. Ne? Esst nicht alle Weingummis auf. Freunde, wie gesagt, es geht hier um zwei so alte, richtig schöne alte Waggons. Ein Schlafwagen, ein Geländewagen. Geländewagen, Alter, hast du an eine Klatsche, ey. Ein, ja, so normalen Transport-Sitzwagen. Und hier, Freunde, so, hier stehen die Züge hier mitten im Nirgendwo. Stefan da, ja. Züge hier. Ich muss hier eben kurz was verstauen. Ich weiß, der Stefan hat so eine schöne Taschenlampe, deswegen nehme ich ihn jetzt mit. Warte, ich muss da reinklären. Kannst du mal kurz halten, ja, Stefan? Klar. Sind die noch diese alten Falltüren, ne? Ja geil, die kenne ich noch von früher, so mega geil. Ich finde ja so alte Züge ist richtig mega geil. Da durftest du früher nie draufstehen auf diesen Dingern hier, denn die gingen runter, wenn du die Tür zugemacht hast, und dann durftest du da nie draufstehen. Da hat der Schaffner immer gemeckert, der Zugbegleiter. Aber warte, komm ich hier dran. Meist anders gut. Heide Witzka, ja, mega geil. Ja, guck mal hier, das alte Notrad. Hier, das ist so eine Bremse, ne? Da konntest du eigentlich normalerweise, konntest du das so rausklappen und dann konntest du den Zug hier mit, glaube ich, mechanisch anhalten. Ne? Also haut da mal in die Kommentare. Ich meine, das müsstest du hier so rausmachen können. Oder an einer bestimmten Position. Oder drehen und dann rausmachen. Ja, ich glaube, so drehen und rausmachen. Nee, das, auf jeden Fall konntest du dann so drehen und dann hat der Zug gebremst. Aha, okay. Ja. Das habe ich mich damals auch immer gefragt. Ja, das. Und hier, was ist hier? Bestimmt für Öl, nee, Druck. Ja, das ist irgendwie Druck. Krass. Ja, so richtig schön altes. Oh, da, die Taschenlampe ist geil. Also die muss, die brauche ich aber auch. Ey. Oh, guck mal hier. Also richtig schön uralt. Da kannst du dann drauf treten, da unten dann. Ne? Adieu. Pipi-Kaka-Station. Aber guck mal hier, wie lang das Ding hier ist. Was so krass ist. Oh, ich bin mit so einem Zug von Essen nach Italien, nach Imperia gefahren. Alter, ich war glaube ich 3 Tage unterwegs. Ey. Ist so richtig so ein Bummelzug, so langsam und so. Guck mal hier. Kind. Zweites Kind, Mutter und unten hat Vater geschlafen. So ein richtiges Familienabteil. Wie geil ist das denn? Krass, extra. Guck mal, siehst du, es ist extra so ein kurzes Bettchen hier für das Kind. Krass. Na, hier 1, 2, 3 Haken und unten. Aber was für einen niedrigen Abstand. Ich könnte da gar nicht zwischenliegen. Mega. Das ist ja mal mega. Und hier. Hier war der andere Abteil. Hier, da konntest du hier der alte Rasierer. Der alte Rasierapparat. Krass. Da war hier irgendwie das Schminkschränkchen oder was. Ah, tatsächlich, guck mal hier konntest du Zahnputzbecher reinstellen. Wie krass ist das denn? Ach, da war die Beleuchtung. Hier war ein Spiegel davor. Da muss doch hier unten noch Wasser rausgekommen sein, oder? Das ist das Waschbecken. Wollte ich sagen. Ja, sicher. Ja, geil. So ein richtiges altes Schlafwagenabteil mit der Orient Express hier. Wow, geil. Und das hier, ne? Kannst den Spiegel auch noch bewegen. Ach, den kannst du auch noch bewegen. Kannst du rausklappen, aber hier ist heute schon ein bisschen... Ja, ja, bei dem. Boah, ich will zu krass. Ja, ja, ja. So, ne? Krass, ja, wenn du kleiner bist oder so, dann kannst du so hin und her. Ja. Ja, geil.
Ja, das ist, Stefan, du darfst die Flasche nicht rausschmeißen, das weißt du jetzt, ne? Aber cool. Damals durfte man jetzt sogar noch rauchen. Ja, ich bin damals noch immer, als ich noch gefahren bin mit der S-Bahn, musste ich immer da nach Essen fahren, zur Schule und so was alles. Da gab es Raucher- und Nichtraucherabteile. Oh je, oh, was ist denn hier mit dem Boden? Alter. Oh. Ach du Scheiße. Oh oh. Gehe ich besser hier durch das Abteil und hier rein und hier hinten wieder raus. Eine Abkürzung. Ja, besser ist das. Sonst nehmen wir die Abkürzung nach ganz unten. Alter. Krasse Scheiße. Ach guck mal, es gibt sogar noch teilweise. Es gibt sogar noch teilweise. Ich bin's. Passende Matratzen hierfür. Noch die alten passenden Matratzen. Hier die Kopfteile. Ja, da konntest du dann einstellen hier, ne? Wenn du hochschlafen wolltest. Krass. Wenn eingeklappt wurde. Was können wir dann als einklappen? Jo, ist jetzt klack, geht der Hebel dann nach oben. Ah, das hat sich schon so verzogen. Ja, das hat sich schon so verzogen von der Kälte und Nässe und alles. Was war denn das Lämpchen da? Weiß nicht, ob das so ein Notrufschalter da ist oder ist das auch ein Lämpchen? Ich weiß nicht, ich komme noch nicht dran. Ich habe damals auch gedacht, das ist so eine Bedienung, oder? Ja, so eine Bedienung. Da rufst du den Zugbegleiter. Ja. Wenn irgendwie was ist, dann rufst du den Zugbegleiter. Der hat ja vorne in dem kleinen Kabüsken gesessen. Mhm. Oh, mega. Richtig cool. Hier sieht man das besser, ne? Hier. Ja, jo. Ja. Krass. Also ist das war jetzt wieder ein anderes. Ah ne, da oben ist er drin. Da ist das Kinderbett. Da oben ist er drin. Aber wie kriegst du das jetzt raus? Da ist das Kinderbett hinter versteckt. Ob der Schaffner das früher aufgemacht hatte? Ja, tatsächlich. Da oben sind diese Vierkantschlüssel. Ja. Dann wurde das aufgemacht und dann kommt das runter. Da guckt die Matratze unten raus. Krass. Oh, Hammer, ne? Die Matratzen hier ja. Noch. Und hier kannst du noch Bücher reinpacken oder so. Ja, ja. Hier dein, weiß ich nicht. Doch, dein Buch drauflegen. Ja, früher gab es um die Uhrzeit gab es keine Handys. Ah, ne, Katze. Ah, doch, hier deine. Nothalt. Und hier konntest du Lüftung einstellen, bestimmt, ja. Krass, das ist aber noch relativ gut erhalten, das Züglein hier. Warte, steht mal ein Baujahr drauf. Echt? Ja, und das ist eben halt hier, Jack, hier ist die Karte. Ah. Und hier war dann halt hier siehst du, Reichsbahn stand hier noch drauf. Tatsächlich, eine alte Reichsbahn. Leider haben die das angespült. Ach Mensch, ey. Da war auch so die Zugverbindung noch drauf. Ach, so ein paar Idioten. Ja, siehst du hier oben, siehst du da auch noch da. Ah, es gibt schon Spangenköpfe, ey, weißt du. Abo-Unternehmen, Panemann, alles kaputt machen, voll schmieren. Mann, ey. Ja, komm, dann gehen wir mal nochmal jetzt hier durch. Schön. Immer auf dem Boden. Hier noch ganz viele Matratzen. Ne? Krass. Das habe ich mich früher auch gefragt, was das hier immer ist. Das hat jedes Abteil. Zum Wecken. Ich schätze mal, dass hier der Schaffner, der Zugbegleiter morgens hierher gegangen ist und dass sie hier drauf gedrückt haben, da ist da drin eine Klingel und da wurden die geweckt. Ah, so. Okay. Ich schätze es. Also ich, deswegen auch das hier. Sag mal. Hier sind die Lampen, die da aufblinken. Ich denke mal, das hier mit dem Knopf. Genau. Und der konnte das dann hiermit ausmachen, dass er reingeht. Richtig. Ah, ganz genau. Was steht denn hier drauf? Guck mal, hier steht noch mal drauf. Bitte verlassen Sie diesen Raum so, wie Sie ihn vorgefunden haben. Danke. Krass. Ach, siehst du hier? Alter. Boah. Katsching, siehst du da? Voll mit dem Schädel davor gerannt, wieder ich döse Paddel. Ach, das haben sie jetzt so verbogen. Da biegen wir mal lieber nach oben. Bevor sich hier noch jemand dran verletzte. Ah, das ist hier. Hier hat dann der Zugbegleiter drin gesessen und auch geschlafen, denke ich mal. Ja. Ach, guck mal, da hinten ist noch irgendwie sowas. So, ja. Ach, die Schränkskiste. Und hier hat er dann hier auch Getränke drin gehabt. Wenn die geklingelt haben, die Leute, dann konnten die sich da nämlich auch da ein bisschen was zu trinken oder sowas bestellen. Ja, das ist ein Schalter für Heizung und sowas alles. Ja, Dampf, was steht da? Dampflos? Ne, Dampf.
dann Voss nur bis 60 Grad einstellen. Ja, ja. Der konnte dann für die Schlafwagen, altes Lemsken da noch, konnte dann die Temperatur einstellen. Und hier das Teil, ich habe hier die Schublade zugemacht, dann kam das Teil mir voll auf den Kopf. Ach du Scheiße. Ja, hier so wie hier, ne? Ja. Voll auf den Kopf geflogen. Eieiei. Ei, ei. Ja, Mann. Man muss schon echt aufpassen, ey. Aber, naja. Also, hier ist noch eine alte Bedienungsanleitung. Bedienungsanweisung für die Propangaskochanlage. Ah, dann hat der hier, weiß ich nicht, vielleicht noch ein Süppchen warm gemacht oder so für die Leute. War das hier so. Boah, siehst du das? Ja, ja. Gerade vor mir. Ja, ich auch gerade hier die Schädel. Man muss echt aufpassen, ne? Alter. Boah, also. Hier ist so eine Toilette hier. Ja, dann hast du früher. Boah, ich weiß noch. Ich bin mal von Berlin aus nach Essen zurückgefahren. Und auch in so einem Zug, der war so voll, da habe ich hier, weiß ich nicht, 5 Stunden lang hier auf dem Boden gesessen. Also nicht in dem Zug, aber auch in einem anderen, der war genauso. Da bist du immer hin und her, ran, tatschatschatschat, das war jetzt so krass, ey. Eieieiei. Vielleicht haben hier sogar Obdachlose geschlafen. Diese alten Sitze kenne ich, dann hast du früher hast du hier die Tür aufgemacht, dann hattest du vorne hier draußen meistens dran stehen, welches Abteil das ist. Und dann hast du deinen Sitzplatz gehabt, dann hast du hier gesessen, hier oben waren die Dinger für die Koffer. Ja, hier konntest du Licht an- und ausschalten. Na, hier, da in dem ganzen Waggon hier. Oder in dem Abteil. Ja, und so sind dann hier die ganzen Abteile hier. Aber hier, die sind teilweise fast alle leer. Ja, hier ist dann auch nichts mehr. Die sind dann durchgematcht. Ups, oh, hier geht dann auch der Boden auch schon wieder so krubbelig, ey. Wollen wir hier da ein bisschen feste treten und dann bist du durch, ey. Hier musst du dann schon aufpassen. Hier hat der Stefan und der Felix, habt ihr hier eine Ohren gemacht, ne? Geschlafen, aber da waren die Fenster noch nicht eingeschlagen. Ah. Da war noch etwas picobello. Ah. Das war aber auch schon wieder 3 Jahre her, glaube ich. Ja. Ja, na, ist ja cool, dass das Ding überhaupt noch hier so steht und alles. Und völlig, der wird bestimmt irgendwann völlig zuwachsen. Ich glaube nicht, dass sie den irgendwann nochmal hier rauskriegen. Ich gehe nochmal hier durch. Ah, siehst du da? Hier darfst du dich nicht mit den Füßen draufstellen hier. Ja, während der Fahrt. Ah, hier hast du nochmal der Mega. Oh, wir machen mal die Sicherung aus jetzt hier. Ist Feierabend. Ne, der Zug fährt jetzt auch nicht mehr und wir machen jetzt auch Feierabend. So, ich fand das auf jeden Fall noch richtig interessant. Schon lange nicht mehr gesehen. Wir sehen uns gleich. Ja, cool. Das ist geil, oder? Ja. Wenn die Kletterpflanzen hier so reinkommen. Das sind auch Sachen, ey. Ich warte mal ab, in 3 Jahren den nächsten wieder dann hier aus. Dann wird der komplett zugewachsen sein. Ja. Mega. Heftig, ne? Wie die Natur sich alles so ein bisschen zurückholt. Ne? Ja. Das ist. Ja. Der Lauf der Natur. Oh, Alter, schon wieder hat er drauf getreten, ey. Pass auf. Lauf der Natur. Gerade übergesprochen. Ja. Hier sind noch diese alten Abteil, genau. Plätze 51 bis 56. Ja, genau. Genau, das ist es. Krass, oder? Schade, der Mülleimer ist weg. Ich fand den Mülleimer. Kennst du noch diesen Mülleimer? Ja, die zum Hochklappen, ne? Der Kasten, genau, zum Hochklappen. Der war doch auch legendär, ja, oder? Absolut. Ich weiß gar nicht, das gibt es heutzutage, glaube ich, gar nicht. Nein, mehr, ne? Kannst du nicht. Die sind alle geschlossen, ja, ne? Ja. Mann, haben wir damals immer weiße Fenster auf und geraucht. Ja. Ja. Immer nach Oldenburg gefahren und immer geraucht in dem Abteil. Ah, schon geil. Und gebetet, dass der Schaffner nicht kommt. Ja. Ah, ne. Okay, Freunde, wir sehen uns gleich am Auto wieder. Wir versuchen uns hier rauszuschleichen. Aus dem Geheimzug. Da kann man auch durch, aber wir gehen da vorne wieder raus. Ah, so, jetzt sieht man endlich mal was hier. Du war deine Lampe die ganze Zeit, sagen wir. Ja, das ist halt. Filmst du? So. Ja, ich filme, ja. Nee, hier, guck mal, das ist das Spiegel, ich will mal ganz kurz zeigen. Ha? Wenn du zu dicht an der Dings ran, dann blendet der ab. Das ist das halt. Das das ist halt blöd. Das ist richtig doof, weil wenn du in so einem engen Räumen bist, ne? Ja, dann willst du ja Licht haben, ne? Ja. Naja, aber jetzt ist schön hell, so. Na. Ah, so macht ihr geiles Licht. Könnt ihr wenigstens vernünftig jetzt noch was sehen, Leute, jetzt hier. Ah, hier, pass auf, wir gehen. Ah, hier gehen wir wieder durch das Abteil.
Bis gleich, Freunde. Stefan haut schon mal rein, da kriegt er so eine leckere Frikadelle, hausgemacht, Kartoffelsalat, Currywurst, einen schönen leckeren Salat haben wir hier, Ketzweinchen, Hawaii-Schnitzelchen, da, wie immer, gibt lecker Schmecker. Ich habe zur Abwechslung immer so hausgemachte Frikadellen mit Jägersoße und Bisken-Jopi-Soße, gibt es hier auch, lecker, lecker, in Sande sind wir, im Sande verlaufen, aber gigantisch, echt klasse hier. Richtig schöne deutsche Pommesbude hier. Mega. Wir hatten einen mega Tag. Wir hoffen, dass euch alles gefallen hat, was wir so wieder für euch so gezaubert haben. Wir müssen jetzt leider 3 Stündchen nach Hause fahren. Dann müssen wir Stefan zu Hause angeben. Ne? Genau. Wartet schon zu Hause. Ne? Okay, okay, Freunde. Ja, geht auf den Kanal von den Stefan von Netzurbex. Ne? Checkt den Kanal aus. Stefan steckt jetzt hier gerade den Kartoffelsalat aus. Ja, geil. Echt? Dann müssen wir uns gleich noch ein Schälchen bestellen. In diesem Sinne, Freunde, wünschen wir euch guten Appetit. Auf jeden Fall, wie immer, das wisst ihr. Und ja, bleibt sauber, gerade gesund. Schreibt in die Kommentare, wie ihr euch das alles gefallen habt. Das ist immer sehr, sehr wichtig für uns. Und Horridor da draußen.